Ich bin Horst, ich bin Gärtner und habe einen Schrebergarten mitten in Berlin-Charlottenburg. Und hier wachsen ganz viele Brennnesseln. Zum Glück. Denn wenn auch ihr welche habt, dann könnt ihr damit etwas richtig Sinnvolles tun. Und zwar eine Jauche, die euren Pflanzen so richtig gut tut. Das geht ganz einfach und ich zeige euch jetzt, wie es geht. So, ich schneide nicht alles ab, dann kann die wieder schön nachwachsen. So, noch ein bisschen. Ich brauche ungefähr 1 Kilo. Zack. So viel ist im Herbst nicht mehr da. Ich nehme alles, was ich habe. So, hier habe ich meine Ernte. Ich schneide die nicht klein. Dann kriege ich die nämlich hinterher, wenn die Jauche fertig ist, einfach viel besser wieder raus. So, ich drücke die so ein bisschen unten auf den Boden. So, locker noch, dass überall Wasser hin kann. Dann bedecke ich die ganz leicht mit Wasser. Egal welche Menge, ob der Eimer voll ist oder nicht, einfach so ein bisschen bedecken. So. Und ich denke, jetzt ist genug, was ich jetzt denke. Dann drücke ich die noch mal ein bisschen runter, damit die Blätter alle schön im Wasser sind. So. Wunderbar. Und nach 10 bis 12 Tagen etwa ist die Jauche fertig. Also das fängt dann an, so ein bisschen Blasen zu schlagen. Und ihr kennt das wahrscheinlich vom Blumenwasser in der Vase. Das fängt irgendwann ganz schön an zu stinken. Und das passiert hier natürlich auch. Kann man ganz einfach vermeiden, indem man Urgesteinsmehl verwendet. Kriegt man im Baumarkt, im Gartencenter. Ich nehme so eine halbe Schippe hier ungefähr und streue das so locker drauf. Das bindet den Geruch. Und um ganz sicher zu gehen, dass es auch wirklich nicht übel riecht, kommt noch ein Deckel drauf. So, wunderbar. Jetzt kann das hier arbeiten. Alle 2 Tage gehe ich dann mal vorbei, lüfte den Deckel. Riecht ja nicht, habe ja Urgesteinsmehl drin. Und rühre das Ganze so ein bisschen um, damit wirklich an alle Pflanzenteile auch Wasser kommt. Schön rühren. Und dann kommt der Deckel wieder drauf. Gleiche Methode, andere Pflanze. Das, was ich mit der Brennnessel gemacht habe, funktioniert auch mit dem Rasenschnitt. Ich zeige euch das mal. Das habe ich vor 10 Tagen ungefähr vorbereitet. Also auch Rasenschnitt rein, mit Wasser abgedeckt, Gesteinsmehl rein, schäumt noch ein bisschen. Und das kann ich jetzt, wie alle Jauchen, also auch die Brennnesseljauche, im Verhältnis 1:10 mischen. Das heißt, ich brauche insgesamt 10 Teile, 1 Teil von der Jauche und 9 Teile Wasser. Das mache ich jetzt mal. Hier habe ich einen wunderbaren Messbecher, 1/2 Liter. Wenn ein bisschen Pflanzenteile dabei sind, ist es überhaupt kein Problem. 9 Liter Wasser habe ich in meiner Kanne, also einmal 1/2 Liter. Und 10 Teile will ich haben, also nochmal 1 Teil. So, 9 Liter Wasser, 1 Liter Jauche. Und damit habe ich meinen Rasenschnitt doch wunderbar genutzt. Worauf habt ihr Lust? Welche Gartenthemen würden euch interessieren? Schreibt das doch bitte unten in die Kommentare. Und wenn ihr noch mehr Videos über Zusatzdünger schauen möchtet, dann tut das gerne, zum Beispiel über Kaffeesatz oder über Bananenschalen. Ich würde mich sehr darüber freuen.